Hey, willkommen, guten Morgen in Deutschland. Bin ein bisschen spät und ich habe gerade gesagt, ich muss leider weg vom Fernseher, weg vom Telefon. Ich war gerade im Gespräch mit jemandem und sagte, hey, ich muss leider gehen, denn um 9:30 in Deutschland gibt es die Boss Queen Morgenshow und wenn ich jetzt nicht live gehe, dann essen die alle einen Knoppers ohne mich. Und das geht ja überhaupt nicht. Also an dieser Stelle herzlich willkommen zur Boss Queen Show, deine morgige Show zum Thema Manifestieren, Money, Mindset und natürlich Marketing, sodass du dein Queendom nach deinen eigenen Regeln aufbauen kannst. Denn wir wissen ja, du bist insgeheim nicht mehr bereit, irgendetwas weniger als alles nach deinen eigenen Regeln zu leben und zu haben, zu tolerieren. Ha? 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 Guten Morgen. In diesem Sinne heute das Thema Mut. Mut, ja? Ich habe gerade eine Liste aufgeschrieben. Ist gar nicht so einfach, gell? Muss ich mal dazu sagen. Aber ich beschäftige mich mit dem Thema Mut schon seit ungefähr ein paar Tagen, vielleicht eine Woche oder so, weil in mir sowas so ein bisschen hochkommt und so irgendwie, keine Ahnung, meine ganze Welt sich wieder mal komplett 180, 360 Grad dreht. Und es ist ja oftmals so, wenn wir gerade in einer Umbruchsphase sind. Wenn ihr das kennt, wenn ihr viel Persönlichkeitsentwicklung macht, viel Soul-Searching bzw. Seelenarbeit, ist nicht, dass wir unser Leben lang suchen. Wir müssen nämlich nicht mehr unser Leben lang suchen, mal davon abgesehen. Sieht aus, als wenn ich nackig gehe hier so auf Instagram, sehe ich gerade. Aber ich habe einen Shorts an, Leute, nur, dass ihr das seht. wie gesagt, es ist ja oftmals so, wenn ihr euch selbst mit viel mit euch selbst beschäftigt und ihr wisst ja, wenn ihr dann von einem Level aufs nächste Level geht und ich rede ja oftmals so von einer 2.0, 2.0 Upgrade-Version von dir, ist es ja oftmals mit so einer Umbruchsphase. Ne? Und Umbruchsphase heißt, deine ganze Welt bricht zusammen und du stellst alles in Frage, aber absolut alles. Also wirklich. Ich habe überlegt, heute Abend zu australischer Zeit ein Facebook Live zu machen zum Thema, vorgestern habe ich überlegt, ob ich mir vielleicht wieder einen Job suchen soll. Also so krass dramatisch, ja, so krass dramatisch kommt dann alles in Frage und dann kommt dann immer so, okay, gut. Und wir wissen ja, langfristig weiß ich, nee, ich weiß, meine Botschaft, meine Berufung ist hier, um Millionen von Menschen zu inspirieren, motivieren, zu verändern. Das weiß ich alles. Langfristig alles cool. Aber in diesem Moment gerade war alles wieder so ein bisschen crazy. Und es hat auch nicht geholfen, ja, dass die Energien so ein bisschen crazy sind. Angeblich sollte Mai ja ein bisschen ruhiger werden, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Die letzte Woche oder zwei waren irgendwie so ein bisschen chaotisch energiemäßig. Und dann denke ich mir so, wirklich, das Thema Mut kommt dann hoch. Und ich weiß, ich habe mit den Mädels schon darüber geredet, in unserer privaten Flow to Freedom Gruppe. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Zum Thema Mut. Und ich glaube, dass Mut und dieses verwundbar, sich verwundbar zeigen, verletzlich zeigen, im Englischen nennt man das Vulnerability, sehr eng zusammenhängt. Ja, du kannst nicht mutig sein, ohne verwundbar zu sein und dich verletzlich zu zeigen, gerade dieses Verwundbare. Und was heißt das überhaupt, verwundbar zu sein? Genauso wie ich sage, diese Facebook Lives. Ich meine, wie gesagt, ich weiß, dass ich über Mut reden möchte und ich weiß, dass ich auch immer mehr von mir und mir zeigen möchte und ich weiß nicht, ich hoffe, dass das mutig ist, obwohl irgendwo ich doch mich relativ sicher fühle. Deswegen habe ich gedacht, hey, irgendwie bin ich ein bisschen zu bequem mit diesen Facebook Lives und Videos und deswegen denke ich, cool, deswegen machen wir jetzt die Morgenshow und wir machen das jetzt hier auf Instagram, wir machen das auf Facebook und wir machen das auf YouTube, weil ich will, dass meine Botschaft an die Menschen herausgeht. Und dann habe ich mir so überlegt, hey, apropos Mut, hey, wie wäre es denn, wenn ich mal ein paar Sachen von mir teile, die vielleicht, ja, die mich verwundbar machen oder die vielleicht gar nicht so einfach sind, wie zu teilen. Wie zum Beispiel der Gedanke, wirklich vor zwei Tagen habe ich echt überlegt, ob ich mir einen Job suchen soll. Ja, weil irgendwie meine ganze Welt so, so eine harte Landung gemacht hat, meine Welt in meinem Kopf. Ja, und dann habe ich so aufgeschrieben, so ein paar Dinge wie zum Beispiel, keine Ahnung, was sind gewisse Dinge, wo du denkst in deinem Leben,
Das war vielleicht ein Fehler. Obwohl im Endeffekt, wir wissen ja, nichts in deinem Leben ist irgendwo ein Fehler. Denn alles passiert doch für dich. Das Leben passiert immer für dich. Und wenn du genau hinschaust, kannst du selbst aus jeglichen Fehlern erkennen und Dankbarkeit zeigen, weil in jedem Fehler steckt ein Geschenk. Aber wie oft gehst du denn her und gehst mal in deine Fehler hinein und denkst, okay, cool, was könnte denn so ein Fehler gewesen sein? Und dann denke ich mir so, oh, ich weiß gar nicht. Ich will mich jetzt recht schwierig zu sehen. Was könnte ein Fehler gewesen sein, weil ich so der Ansicht bin, dass alles für mich passiert und alles in meinem Leben immer für mich passiert. Und ich bin super dankbar. Aus jeglicher Situation, alles in meinem Leben, jede Beziehung, aus jeder Beziehung habe ich super viel Positives nehmen können. Aus jedem vielleicht Businessprojekt, ja, auch vielleicht gewisse Dinge, die gescheitert sind. Ja, ich meine, letztendlich bin ich Single, also hat meine letzte Beziehung nicht funktioniert, aber ich habe gerade mit ihm telefoniert, ist alles in Ordnung, ja, ist alles in Ordnung. Und wenn er mit zuschaut, hoffentlich hast du einen Knoppers, was du essen kannst, ne? Aber letztendlich ist in diese Beziehung auch gescheitert, aber es ist trotzdem kein Fehler. Aber wie kann man hergehen und kann von Entscheidungen Entscheidungen, die irgendwo gescheitert sind, eine Dankbarkeit herausziehen und erkennen, dass alles trotzdem für dich passiert. Ich glaube, dazu brauchst du eine gewisse Dosis Mut, wirklich dankbar zu sein, auch für die relativen negativen Erfahrungen in deinem Leben. Vielleicht hast du irgendwo mal Geld investiert, hat nicht funktioniert. Vielleicht bist du da eine Beziehung eingegangen, hat nicht funktioniert. Vielleicht bist du da ein Projekt eingegangen, hat nicht funktioniert. Wie oft habe ich schon Programme gelauncht und kein Pfennig davon gemacht? Andere Programme gelauncht und super gutes Geld verdient. Ja, und dann geht man so ein bisschen in sich und erkennt, okay, cool, wie auf welchem Spielplatz spielst du denn gerade? Ja, mit welchem Spielzeug spielst du denn gerade? Lass wir mal mit der Metapher des Lebens reden, ja? Wenn wir darüber reden, mehr mutig zu sein, wenn wir doch wissen, dass wenn wir mehr erreichen wollen in unserem Leben, kommt es doch darauf an, mehr Mut zu haben und mehr Entscheidungen zu fallen, wo du dann irgendwo verwundbar bist. Jede Beziehung wirst du eingehen und wirst irgendwo verwundbar sein, weil die Sache ist, keine Beziehung ist garantiert. Es ist nicht garantiert. Mein Business ist auch nicht garantiert. Ja, ich kann heute super Erfolg haben, morgen, übermorgen, nächste Woche, ich weiß es nicht. Und das macht mein Business und mich irgendwo auch irgendwo verwundbar. Trotzdem habe ich Mut jeden Tag und frage mich, ja, jeden Tag frage ich mich, wie kann ich noch mutiger sein als je zuvor. Und das, wie gesagt, ist für mich so ein Thema momentan, was mir echt sehr am Herzen liegt. Und meine Frage natürlich an dich, wie kannst du noch mehr mutig sein? Ja, wo hältst du dich zurück? Wo sagst du nicht wirklich, was du denkst, aus Angst, du könntest verurteilt werden? Wo gehst du nicht wirklich Entscheidungen hinterher, weil du Angst hast, du könntest was falsch machen oder du könntest wieder einen Fehler machen? Ja, wo gehst du vielleicht nicht auf eine Person zu und redest mit ihr, aus Angst, sie könnte dich, naja, rejecten? Abstoßen. Sagt man so abstoßen? Ich weiß nicht, ob man dann wirklich so abstoßen sagen kann. Aber du weißt, was ich meine. Ja? Wie oft hältst du dich in deinem Leben zurück, weil du einfach Angst hast zu versagen? Angst hast, was falsch zu machen? Angst hast, oh mein Gott, aber wenn ich doch jetzt da, weißt du, nicht so viel Energie darin hinein investiere, wer sagt mir denn, ob das dann wirklich funktioniert? Ja, I'm sorry, es gibt keine Garantien im Leben. Es gibt keine Garantie in deiner Beziehung, es gibt keine Garantie in deinem Business, es gibt noch nicht mal eine Garantie, dass du morgen überhaupt wieder aufstehst. Ist ein bisschen hart, aber es ist die Tatsache. Es gibt noch nicht mal eine Garantie, dass du morgen lebst. Also, was gibt? Was gibt? Der einzige Gedanke dann ist zu sagen, hey cool, weißt du was, wenn ich doch weiß, ich möchte ohne Regrets leben. Ja, leben ohne, dass ich denke, ach scheiße, hätte ich doch bloß mehr gemacht, getan, gereist, Risiko eingegangen, der Person gesagt, dass ich sie liebe. Ja, dann frage dich doch heute, wie kannst du mehr Mut wählen über deine Bequemlichkeit? Wie kannst du mehr Mut wählen über deine Angst, ja, irgendwo abgestoßen zu werden oder verurteilt zu werden? Weil ich sag dir eins, congratulations, wenn du mit mir in der Arena spielst und wenn du jeden Tag den Mut beweist und jeden Tag deine Botschaft teilst und jeden Tag nach deinen, ja, einen Schritt weiter in die Richtung deiner Ziele gehst und obwohl es sich manchmal nicht so anfühlt, dass du weiter nach vorne gehst, fühlt sich hier an so, eher so nach hinten, dann congratulations, solange du mit mir in der Arena spielst, solange du der Mensch bist, der jeden Tag sein Bestes gibt und der sagt und tut und macht und auf die Fresse fällt und wieder aufsteht und sein Krönchen richtet und weitergeht, wirst du trotzdem irgendwo Kritik bekommen. Ja, wenn du noch keine Kritik bekommen hast in deinem Leben, dann bist du noch nicht mutig genug gewesen. Ja, und dann congratulations, wenn du Kritiker hast, weil im Endeffekt, weißt du was? Ich höre nur auf Feedback von Leuten, die mit mir in der Arena spielen und kämpfen. Ja, die mit mir auf meinem Spielplatz sind und jeden Tag gucken, mit welchem Spielzeug können wir heute spielen. Denn es ist nicht einfach, mutig zu sein.
Ja, das heißt, die billigen Plätze, die Zuschauer, davon gibt es Millionen. Millionen von billigen Plätzen. Millionen von Leuten, die gerne ihr 2 Cent dazugeben möchten und ihre Meinung gerne dazugeben möchten und ihr Feedback gerne geben möchten und die sagen können, hey, sollst du wirklich das tragen in einem Facebook Live? Denkst du wirklich, du bist professionell? Sitzt hier halbnackig mit deiner Shorts und keine Ahnung was und hast hier 2 Kameras und redest hier und redest da und redest nicht wirklich und guckst mich nicht dabei an? What the fuck? Wirklich? Wer macht diese Regeln? Wer macht diese Regeln? Ja, und im Endeffekt von daher, sei du der Mensch, der jeden Tag Mut wählt. Und wie gesagt, für mich, jetzt wieder zurückzukommen zu der ursprünglichen Frage, ist wirklich so der Gedanke, wie kann ich noch mehr mutig sein? Und ich bin gerade im Aufschreiben, gewisse Dinge zu teilen, wo ich denke, vielleicht ein bisschen, ja, macht mich ein bisschen nervös, das zu teilen. Also genau deswegen werde ich das machen und das ist meine Liebe an dich oder meine Bitte an dich, nachzudenken, wie kannst du mehr mutig in deinem Leben sein? Welche Gespräche solltest du führen? Mit wem solltest du reden? Welche Schritte solltest du heute gehen? Was solltest du heute wählen? Nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus deinem, ja, aus deiner Seele, weil deine Seele brennt für mehr in deinem Leben. Und ich weiß, hey, du kannst alles nach deinen eigenen Regeln haben und leben, denn ich weiß, es steckt in dir, du hast das, ja, unendliche Potenzial und Macht in dir. Du musst es nur eingestehen, denn wir wissen alle, Erfolg kommt von innen nach außen. Und das ist auch das schon von meiner Seite aus. Willkommen zu der Boss Queen Show. Ich hoffe, ich war unter 15 Minuten. Daumen drücken. Wenn du Feedback hast, lass es mich wissen. Wenn du Fragen hast, lass es mich wissen. Wenn du mehr über Courage, über Mut sprechen möchtest oder auch Courage, dann komm zu mir in meine Facebook-Gruppe Soul Boss Queen. Soul Boss Queen findest du bei Instagram. In meiner Bio, komm rüber, lass uns quatschen, lass uns gemeinsam mehr Mut an die Welt bringen, denn ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall mehr mutige Frauen, die den Weg für die anderen Frauen gehen. Von daher in diesem Sinne, much love, danke, dass ihr mir zuhört. Ich bin super, super, super genial und wir sehen uns morgen.